Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Wax wieder für euch am Start mit dem zweiten Food Champions Video, Weekend League Video auf meinem Kanal. Vor ein paar Tagen kam ja schon ein Video, wo ich euch meine ersten drei Spiele gezeigt habe. Und heute zeige ich euch unter anderem meine letzten Spiele und einen Gegner, der einfach so ein krankes Team hatte, Freunde. Ihr glaubt nicht, was der für ein Team hatte. Der hatte ein besseres Team als ich habe. Und ich habe schon viel Geld in dieses Spiel gesteckt. Ich frage mich echt, was der reingebuttert hat, weil das Team war auf jeden Fall krank. Und wie das Spiel ausgegangen ist, werdet ihr in diesem Video gleich erfahren. Freunde, wer Bock hat, dass ich öfters mal wieder Weekend League Videos bringe, der lässt direkt einen Daumen hoch da. Ich habe auch vor, in ein paar Wochen eventuell meine Weekend League zu streamen, aber ich will erstmal vertrauter mit dem Spiel werden, bevor ich jetzt irgendwas streame, was ich noch nicht ganz so drauf habe. Versteht ihr, was ich meine? Gerne ein kostenloses Abo dalassen und ein Like, wenn ihr Bock habt, das zu sehen. So, an der Stelle würde ich sagen, habe ich auch noch mein Team verbessert, verändert. Für mich verbessert, vielleicht für euch nicht verbessert, aber ich finde, das Team hat auf jeden Fall jetzt noch was Neues und was Nices dazu bekommen, Alter. Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, wie ich stehe in der Weekend League. Ich habe heute 20 Spiele gemacht und habe jetzt noch 4 Spiele offen. Stehe jetzt 21-5, brauche noch 2 Siege, dann habe ich Elite schon mal safe. Ich finde, das ist gar nicht schlecht für die erste Weekend League, oder? Ich stand eben noch 21-4, das war noch ein Stückchen besser, habe dann ein Spiel verloren, aber dann dachte ich, ich wollte jetzt eh aufnehmen. Also nehme ich jetzt mal auf, wie ich in Elite 3 hoffentlich kommen werde und dann eventuell noch Elite 2 erreichen werde. Man weiß ja nicht. Mein Ziel ist es in FIFA 19 auf jeden Fall immer Elite einzupacken. Das ist so mein Hauptziel. Eventuell dann ab und zu mal die Top 100, muss man da mal gucken. Aber so 27-3 ist mein Ziel. Ich bin gespannt, ob ich das schaffen werde. Und ich würde sagen, jetzt könnt ihr mein Team sehen, Leute. Aber, genau du, ne? Du hast noch keinen Daumen hoch gegeben. Ich warte jetzt mal 3 Sekunden, bis du einen Daumen hoch gegeben hast. Dann siehst du erst mein Team. 3, 2, 1. Ah, jetzt hast du einen Daumen hoch gegeben. Und ihr könnt jetzt mein Team nochmal sehen, was ich verbessert habe. Ey, hier sind die Verträge weg. Ich habe mir für Sané Neymar gekauft, Alter. Dann habe ich Kanté verkauft und mir Petit geholt. Ich kam halt mit Sané irgendwie nicht so klar. Ich habe wegen dem schon die ein oder andere Niederlage in mir reingezogen, weil er einfach nicht mit rechts schießen konnte. Ich brauche einen Spieler, der gut mit rechts und mit links schießen kann. Und das ist auf jeden Fall Neymar mit seinen 5 Sternen schwacher Fuß und 5 Sternen Spezialbewegung. Einfach mächtig, dieser Typ. Auch wenn er noch nicht so viele Tore gemacht hat in den letzten 13 Spielen. Der ist aber schon lit. Und Petit gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht warum, aber der gefällt mir irgendwie sogar besser als Kanté. Übertrieben krass. Ich will gar nicht so viel rumlabern. Ich gebe jetzt noch eine Trainingskarte, damit die Leute wieder viel Fitness haben. Und dann sehen wir uns im Spiel. Der erste Gegner, den ich euch zeigen werde, das war der Typ mit diesem 50.000 Euro Team oder was auch immer, der da reingebuttert hat. Krank. Guck mal, Leute, gegen was für ein Team ich jetzt antrete in der Weekend League. Ich stehe gerade 18, 19, 4, irgendwie sowas. Also nicht ganz so krank, aber auch nicht schlecht. Digga, Maradona, der hat mir schon eben in so einem Spiel richtig Angst gemacht, ne? Das Team ist auf jeden Fall fast doppelt so viel wert wie meins, was der Gegner hat. Und ich werde hier natürlich versuchen zu gewinnen. Freunde. Oh, erste Chance geht dann hin. Ich muss mich konzentrieren. Ich darf nicht so viel reden, okay? Nein! Oh, Courtois! Der Gegner ist gut, aber er hat doch Glück die ganze Zeit. Das sind so komische Sachen. Passieren. Ronaldo, einfach mal raufgeballert. Ich hätte mal ein Dings versuchen sollen. Time Finish. Ja, Elfmeter! Wichtig gegen diesen Gegner, Leute. Emotionen sind da. Man muss hier wieder rasieren, Alter. Man muss wieder... Elite 1 geht ja nicht mehr. Man muss ja 27 Siege holen für Elite 1. Das ist schon krank. 3 verlieren ist auf jeden Fall schwierig. Aber ich will das auf jeden Fall wieder mir als Ziel nehmen, safe Elite 1 zu schaffen. Aber diesmal will ich jetzt erstmal einen schönen Elite 1, Elite 2 Rang mir gönnen. Jawohl, 1-0 für uns. Und der Gegner ist wichtig, Mann. Den zu besiegen ist gut fürs Köpflein, ey. Boom, kranke Ko. Nein, ich habe den hundertprozentig drin gesehen. Nein, das ist jetzt schlimm. Jetzt nicht so ein... Ja, moin, was für ein Konter. Ey, mein Gott, ich habe den Torwart sogar gesteuert nach rechts, aber er ist nicht nach rechts gegangen. Ich wusste, dass er lang schießt. Henri Prime, Junge. 93, was hat der für ein Team? Wie viel Cash hat der reingesteckt, frage ich mich. Ja, Mann, sauber, sauber gesehen, schnell gespielt, 2-1, direkt wieder gedreht. Was heißt gedreht? Direkt wieder die Führung ergattert und Bruder, muss los.
Oh la la, ey, diese Schüsse manchmal. Da muss ich noch ein bisschen trainieren. Neymar? Neymar! Oh, ich glaube, der hat bis jetzt noch kein Tor geschossen bei mir, Mann. Wie viele Spiele hat der schon? Ich muss jetzt gleich mal gucken, ob der schon ein Tor geschossen hat. Bin mir unsicher. Fallrückzieher. Wieso wählt er nicht Ronaldo an? Moin, moin. Muss los. Der hat ihn einfach nicht angewählt. Ich konnte einfach nichts machen. Nein. Was? Ah, ich krieg gleich Knacks, Alter. Grün. Oh, welche Farbe war das? Gelb? Wäre vielleicht gut gekommen. Egal, wir haben noch eine Ecke. Und Ecken sind eigentlich gut, wenn ich jetzt mal einen Spieler angewählt bekomme. Ja, Mann! Hä? Petit oder Ronaldo? Ich habe doch ein Fallrückzieher-Tor gemacht. Wieso hat Petit das Tor gut geschrieben bekommen? Ich will die Wiederholung sehen. Was ist da denn los? War das jetzt ein Fallrückzieher-Tor oder war das jetzt ein Kopfballtor? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Es sah aus wie ein Fallrückzieher-Tor. Ey, aber 3-1. Zwei Tore Abstand ist wichtig gegen diesen Gegner. Petit, Junge. Guck hier die Wiederholung. Wir gucken uns die Wiederholung an. Ja, gucken wir uns an. Nicht. Ronny. Stell mal vor. Stell mal nur vor. Einmal nur imagine. Einfach nur vorstellen. Komm nochmal. Wieso brichst du ab, Bruder? Es ist doch noch alles gut. Ich nehme den Sieg mit. 70. Minute, warum nicht? Die ist zwar voll ausgeglichen eigentlich noch. Du hättest auf jeden Fall noch aufführen können. Leute, never give up. Ihr kennt den Shit. Jetzt stehe ich erst 18, was? Oder wie stehe ich jetzt? Wir gucken uns das jetzt gemeinsam an. Ich stehe 19 zu 4 müsste das sein, ne? Kann ich richtig Mathematik gerade? Ja, 19 zu 4 stehe ich. Also, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus für die erste Weekend League. Ich muss ja gerade nochmal ein bisschen in dieses Game reinfinden und so. Ne? Für die erste Weekend League finde ich das bis jetzt nicht schlecht. Aber richtig Baba, dass wir den Gegner weggehauen haben, Alter. Mir gefällt das Team so viel mehr. Ich kam halt überhaupt nicht mit Sané klar. Kanté war Baba, aber Petit ist noch geiler als Kanté. Muss ich sogar jetzt mittlerweile schon sagen, ich habe ihn jetzt 10 Spiele gespielt und Neymar habe ich auch 10 Spiele gespielt. Nur ein Tor hat Neymar gemacht. Das ist irgendwie ärgerlich, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil Ronaldo alle Tore macht. 70 Spiele, 70 Tore. Moin, moin. Nächster Gegner diesmal auf jeden Fall. Auch ein korrektes Team. Pogba 1-0. Ja, wenn er mal nicht so lange brauchen würde. Abseits war das sogar noch. Tschüss, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, das ist safe. Ronaldo, geh. Ronaldo, geh direkt. Schade. Komm, weiter geht's, weiter geht's. Ronaldo, sauber, Junge. Komm direkt auf Neymar. Was ist das? Ja, komm. Ja, was? Oh. Ja, Mann, geil. Pogba, schieß doch nochmal, Junge, ich drück voll durch. Ronaldo. Komm. Komm. Was ist das? Mann, ey. Ey, Neymar, hau ihn rein, Mann. Komm, Junge, wir drehen jetzt. Ganz gechillt drehen wir das Spiel jetzt noch. Ganz gechillt drehen wir das Spiel jetzt noch, Ronaldo, Alter. Junge, Leute, jetzt nur noch positiv, Alter. Nur noch zerstören jetzt. Gib ihn. Ich gewinne das jetzt noch, aber ganz entspannt sogar. Wieso bleibt ihr alle stehen? Neymar, guck mal Neymar an. Ihn juckt gar nicht, hat gar keinen Bock zu rennen. Da. 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 Da ist es! Wichtiges Tor. Geil, Mann. 2-1, jetzt nicht aus der Hand geben. Boah. Eckbälle kriegst du nicht rein. Eckbälle kriegst du nicht rein. Eckbälle kriegst du nicht rein. Ich liebe mein Leben. Leute, dieses Spiel ist anders. Das Spiel ist sehr, sehr anders. Das Spiel ist ganz, ganz anders.
Ey! 89. Minute. Das wäre die Entscheidung gewesen. Jetzt kriege ich einen Freistoß. Mal gucken, ob ich den mal direkt raufballer oder was ich aus dem mache. Ich glaube, ich halte einfach den Ball. Ist ja unnötig, wenn ich jetzt den Ball weggebe. So. Einfach Ball halten. Jetzt nochmal nach vorne. Zack, zack. Neymar. Verkackt. Pfeif ab, Schiri. Oder? Können wir noch ein Tor machen? Nein, wir gewinnen das Spiel. Von 1-0 Rückstand noch aufgeholt. Einfach positiv gedacht und das Spiel gedreht, Digga. Das ist krank. Kopfsache ist das. Alles Kopfsache. Und jetzt brauchen wir noch einen Sieg. Dann haben wir schon mal Elite dieses Jahr gepackt. Das war auch das Mindeste, was ich erreichen wollte. Aber ich will eigentlich Elite 2 noch packen, Mann. Das wäre noch geiler. Guckt euch das an, Leute. Ein Sieg fehlt uns jetzt noch für Elite 3. Saftig. Dann kriegen wir schon mal saftige Packs. Wir können uns das hier mal ansehen. Für Elite 3 bekommt man 70.000 Münzen, ein Premium-Team der Woche-Pack, ein Jumbo-Seltene-Spieler-Pack und drei Spielerwahl-Spezialobjekte. 2.000 Food Champions-Punkte. Also richtig geil. Und guck mal, was man bei Elite 2 bekommt. Eigentlich dasselbe mit nur 30.000 Münzen mehr, aber 30.000 Münzen sind 30.000 Münzen. Wenn man dann Elite 1 schaffen würde, wird man natürlich nochmal diese Packs doppelt bekommen. Also 200k Packs und 2 Team of the Week Packs. Ist natürlich sehr, sehr krank und Top 100 ist sowieso andere Liga. Aber ich bin gespannt, wie ich mich in FIFA 19 noch verbessern werde im Laufe des Jahres. Das wird auf jeden Fall noch lit. Und Elite 3 ist jetzt ja schon safe eigentlich drin. Da brauchen wir jetzt ja nur noch ein Spiel gewinnen und wir haben noch 2 Spiele. Was? Wie sollen wir nur 2? Ich dachte, ich habe 3 Spiele noch. Moin, wir haben wieder unseren Gegner gefunden. Was hat der für ein Team? Martial, Gareth Bale, Casemiro, er wird Suarez im Sturm spielen. Er hat auch Varane, Sergio Ramos und Courtois. Das Spiel wird jetzt richtig ernst. Es geht um Elite, Freunde. Dieses Spiel muss ich gewinnen, dann habe ich Elite 3 geschafft. Und ich will das gewinnen, Mann. Ich will einen Time-Finish machen gleich. Komm, Ball ist noch heiß. Komm, Pogba, Time-Finish. Rot! Der war rot und ging trotzdem so gut. Abseits. Nein. Tor. Er bricht ab. Brech ab, Bruder. Brech ab. Brech ab. Dann habe ich Elite 3. Brech einfach ab. Geh einfach raus. Danke. Wir haben Elite 3 diese Saison schon geschafft. Oder dieses FIFA schon geschafft. Das ist erstmal mein erstes Ziel gewesen, Leute. Und ich habe es gepackt, Leute. Wakes ist Elite. Geil, Digga. Das war das Ziel und ich hab's gepackt. Als nächstes Ziel streben wir dann aber auf jeden Fall Elite 1 an. Leute, wenn ihr das sehen wollt nächste Woche wieder, dass ich wieder Full Champions bringe, dann lasst einen fetten Daumen hoch. Da würde ich auf jeden Fall riesig fett freuen, wenn ihr hier noch ein kostenloses Abo da lassen würdet. Und falls ihr günstige FIFA-Points braucht, dann checkt auch gerne ersten, zweiten Link in der Beschreibung ab. Dort gibt es manchmal bis zu 20% Rabatt für PlayStation 4 und Xbox Points. Also, wichtig, abchecken. Und ich verabschiede mich für heute. Haut rein, Leute. Elite 3 ist safe. Peace.